Mein Name ist Schwester Maria Hanna. Ich bin die Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute. Und ich stehe hier vor einem Teil unseres Klosters, nämlich der Teil, der dann später zu klosternahem Wohnen, also wo es Apartments geben soll, 12 Apartments für Menschen, die mit uns zusammen wohnen und auch dieses Kloster mit Leben füllen wollen. Das ist hier dieser Bereich, wo diese Apartments entstehen. Es gibt auch Gemeinschaftsräume, wo wir dann pro Stockwerk die Leute auch zusammenrufen können oder sie sich selber treffen können. Das ist so unsere Vision, dass die Räumlichkeiten, die wir als Schwestern nicht mehr brauchen, dass da Menschen, die mit uns unsere Werte teilen, leben. Mit dieser Idee, mit dieser Projektidee haben wir auch vom Land Baden-Württemberg, vom Wirtschaftsministerium die Förderung erhalten, weil es nämlich diese Wohnform im Zusammenhang mit dem Wohnen im Quartier am Kloster und im Wohnen im Alter eine Wohnform geben soll, wo unterschiedliche Menschen Gemeinschaft bilden und sich gegenseitig ergänzen und hier Wohnraum geschaffen wird, der fair und bezahlbar sein wird. Und da freuen wir uns besonders drauf, dass da aus Land mitmacht und wir da mitgestalten können, sodass dieser Ort auch lebendiger wird. Mein Name ist Markus Wirz vom Büro Bronger Wirz Architekten aus Ulm. Wir sind das Architekturbüro, die sich um das tolle Projekt hier kümmern dürfen, am Kloster Reute. Und was das Herausfordernde für uns war, war eigentlich gleichsam das Spannende, das Spannungsvolle, nämlich zuerst einmal die Wurzel zu erspüren von dem Kloster Reute, das ja hunderte von Jahren zurückgeht bis zur Guten Beet, gegründet natürlich auf dem Fundament vom heiligen Franziskus. Und das zu erleben in Assisi, in Reute, gemeinsam die Schwestern, das zu erspüren, das war ein unglaublich spannender Weg bis heute, in dem wir die Geschichte miteinander ergründet haben und in die Zukunft miteinander geguckt haben. Ja, wie kann künftig der Klosterberg sich öffnen? Wie werden die Menschen empfangen? Und in Verbindung mit den tollen historischen Gebäuden. Und daraus entstanden ist, finde ich, eine großartige Vision, wo künftig das historische U sich öffnet, die Bevölkerung kommen kann, in Begegnung kommt mit den Schwestern und vor allem auch mit sich selber. Und das durften wir als Architekten auch schon ganz toll erleben, die Begegnung mit den Schwestern, die unglaublich herzig sind und warm und natürlich auch die Begegnung mit uns selber. Ich meine, die Kollegen, das sind ungefähr 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Büro, wir diskutieren viel über das Projekt und das macht uns einen Riesenspaß. Wir freuen uns auf das Projekt und auf den weiteren Weg.